Ihr habt ja nach Broomstick Lace gefragt und das zeige ich euch heute. Ich habe wieder so einen Unterbau aus 20 festen Maschen gemacht. Gearbeitet wird am Ende der Reihe von links nach rechts, es wird also nicht gewendet. Die eine Masche hochziehen, also lang ziehen, und ich lege sie hier über einen Strohhalm, den ich bei einem Bubble Tee gekriegt habe. Die sind ganz praktisch für so eine kleine Version des Broomstick Lace. Besenstielspitze heißt es ja auch. Also man könnte auch einen Besenstiel nehmen, die sind allerdings relativ unhandlich. Ich zeige es dann auch noch mit einer sehr dicken Nadel. Einstechen in die nächste Masche rechts, Faden durchziehen und hochziehen, also langziehen und auf diesen Strohhalm stülpen sozusagen. Einstechen, Faden durchziehen, langziehen und auf den Strohhalm legen. Und so weiter, Masche für Masche. Man könnte auch hinten einstechen, das zeige ich euch später. Jetzt stechen wir mal unter beide Fäden ein. Ich drehe die immer, weil ich es nicht gerne verdreht auf der Nadel liegen habe. Aber sie ist eigentlich egal, habe ich ausprobiert. Also einstechen, Faden holen, langziehen, auf den Strohhalm fädeln. Das machst du 20 Mal. Wir haben 20 feste Maschen. Das wiederholst du eben, wie gesagt, 20 Mal. Ich stelle es da jetzt ein bisschen schneller. Du siehst, das ist kein großes Mirakel. Und man kann natürlich auch dickere Hilfsmittel nehmen, bis hin zu einer Klorolle. Dann wird es halt schon sehr luftig. Dann werden diese Bögen, die dann entstehen, schon sehr groß. Damit wird natürlich auch die Gefahr größer, dass man Fäden zieht. Wenn man es kleiner macht, ist diese Gefahr nicht so groß. So, wenn ich da am Ende angekommen bin bei der ersten Reihe, ich zähle noch einmal, wenn ich hier 20 Maschen habe, dann mache ich noch 3 Wände Luftmaschen. Ah, ich brauche da noch eine Masche, okay. Eine hat noch gefehlt auf 20. Nun 3 Wände Luftmaschen, das ist wichtig, weil du nämlich sonst keine geraden Seiten kriegst. Es zieht sich nämlich sonst zusammen. So, und nun nimmst du die ersten 5 Schlingen auf deine Häkelnadel. Einfach runternehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Und nun wird der Arbeitsfaden nur durch diese 5 Schlingen gezogen, also nicht durch diese Wendeluftmaschen am Anfang. Faden durch 5 Schlingen ziehen und nun hältst du die gleich so fest, dass diese Lücke, wo du den Faden durchgezogen hast, auch sichtbar ist. Nach der zweiten Masche siehst du es dann schon deutlich. Eine feste Masche, eine zweite feste Masche, genau dort einstechen, wo du die erste eingestochen hast, und jetzt siehst du dieses Loch ganz deutlich, wo du weiter einstechen musst. Dritte feste Masche, vierte feste Masche und fünfte feste Masche. Das war schon der ganze Zaubertrick. Und wieder 5 Schlingen auf die Häkelnadel nehmen. 1, 2, 3, 4, 5. Den Arbeitsfaden durch diese 5 Schlingen ziehen. Arbeitsfaden noch einmal holen. Die Schlingen gleich so drehen. Und eine feste Masche da drauf häkeln, eine zweite feste Masche, 3 und 4 und 5. Und das Ganze so weiter wiederholen. Du siehst hier schon, wie sich dieses Muster formt. Also wieder 5 Schlingen auf die Nadel, Arbeitsfaden durch diese 5 Schlingen ziehen. Und 5 feste Maschen in diese 5 Schlingen häkeln. Und noch ein letztes Mal. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5 feste Maschen. Wichtig, auch am Ende häkelst du ein ganzes Stäbchen.
Du siehst, es neigt dazu, sich ein bisschen zusammenzuziehen. So, und es geht gleich wieder weiter, ohne zu wenden, wieder von links nach rechts arbeiten und das Ganze einfach noch einmal. Du hast jetzt am Ende 21 Schlingen ab der zweiten Reihe, weil du die erste Schlinge ja aus dem Stäbchen, aus diesem überzähligen ziehst. Das ist auch überhaupt kein Problem. Du nimmst dann einfach beim letzten Element 6 Schlingen auf die Nadel. Also man kriegt da eine gewisse Fertigkeit damit. Ich zeige euch dann, wie man das mit einer sehr viel dickeren Stricknadel, wie das auch ebenfalls geht. Wenn du das so machst, wie ich es dir hier zeige, dann erscheint das richtige Muster immer auf der Vorderseite. Also du bleibst praktisch immer auf der Vorderseite, weil du arbeitest einmal von rechts nach links, einmal von links nach rechts, wendest aber die Arbeit nicht. Ich zeige dir aber dann auch noch, wie du das Muster beidseitig machen kannst, indem du dazwischen eine Reihe fester Maschen häkelst. So, hier kommen jetzt wieder die Wendeluftmaschen und wieder so wie vorher 5 Schlingen auf die Häkelnadel. Faden durch diese 5 Schlingen ziehen und du kannst dir da jetzt diese Schlingen so ein bisschen verdreht herrichten und halten. Sobald du aber die zweite feste Masche gehäkelt hast, brauchst du es nicht mehr zu halten, da siehst du diese Lücke ganz genau. 3, 4, 5 feste Maschen und so weiter und so fort. Ich stelle es wieder schnell. Jetzt hast du schon gesehen, wie es geht, jetzt kannst du das schon üben. Und da hinten habe ich jetzt 6 Schlingen auf der Nadel, aber das spielt keine Rolle. Und wieder 5 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5 und ein ganzes Stäbchen noch in die letzte Masche. Du siehst, anders kriegst du nämlich keine geraden Ränder. So, wie gesagt, du hast also das Muster immer auf der Vorderseite nun. Das ist auch nicht unhübsch auf der Rückseite, aber das eigentliche Muster ist vorne. Wenn du nun ein reversibles Muster haben möchtest, das vorne und hinten gleich aussieht, dann machst du jetzt einfach als nächstes eine Reihe fester Maschen, wobei du aber mit einem halben Stäbchen beginnst. 2 Wendeluftmaschen und ein halbes Stäbchen ganz an den Anfang. Dann 4 feste Maschen, 1, 2 in die nächsten 4 Maschen, 3, 4 und dann in die Kerbe ein halbes Stäbchen. Und genauso weiter, 1, 2, 3, 4 feste Maschen und ein halbes Stäbchen in die Kerbe. Genauso weiter bis zum Ende, am Schluss auch noch ein halbes Stäbchen in die letzte Masche. So, und auch jetzt wieder von links nach rechts weiterarbeiten. Und jetzt nehme ich einmal diese eine ganz dicke Nadel, und mit der geht es auch nicht schlecht. Die hat zwar so eine längere Spitze, aber es geht trotzdem. Also die ist sehr viel besser, sehr viel dicker, und jetzt steche ich nicht in 2 Fäden ein, sondern immer nur in den hinteren Faden der festen Masche. Da entsteht noch so eine kleine Rippe unter dem Muster. Das sieht ganz hübsch aus. Also das kannst du machen oder auch nicht.
immer in den hinteren Faden der nächsten festen Masche einstechen und die Schlinge einfach auf die Nadel packen. Du musst natürlich die Schlingen auf dem dicken Teil der Nadel haben, sonst haben sie nicht die richtige Höhe. Ich glaube, da siehst du jetzt dann schon diese kleine Rippe. Ich zeige es dir gleich. Da erkennt man nun schon diese Rippe, wenn du nur in den hinteren Faden der festen Masche einstichst. So, ich habe da jetzt ein Stück übersprungen. Wir sind wieder bei der letzten Masche oder bei der vorletzten Masche. Ich mache wieder meine Wendeluftmaschen. Achtung, ich mache hier zu wenig. Das ist ja höher und dicker als dieses Bubble Tea Strohhalm. Ich habe da jetzt nur 3 gemacht. Ihr werdet gleich sehen, wie ich schummle. Also 5 Schlingen auf die Nadel. Na, ich schummel nicht, sondern ich trick's jetzt ein bisschen. So, und jetzt merke ich, dass eigentlich die 3 Wendeluftmaschen zu wenig hoch sind. Das würde das runterziehen. Also traue ich mich einfach, nehme ich einfach diese 5 Schlingen auf den Finger, die sind jetzt groß genug, die Schlingen, dass man sie auf den Finger nehmen kann und mache noch 2 Luftmaschen dazu. Und jetzt wieder einstechen in die Schlingen und 5 feste Maschen. Das geht sogar sehr gut dann mit dieser dicken Stricknadel, denn die Schlingen sind jetzt so groß, dass sie bequem auf den Finger passen. Da geht es noch sehr viel einfacher und ihr seht, es wird sehr hübsch, wenn die ein bisschen länger sind, die Schlingen. Also ich zeige es noch einmal, 5 Schlingen auf die Nadel, 3, 4, 5 und die kann ich auf den Finger fädeln, dann wird es noch einfacher und da häkle ich jetzt einfach 5 feste Maschen rein, 1, 2, 3, 4 und 5. Also da sieht man es jetzt sehr schön, wie das Muster aussehen soll. Und jetzt wieder ein bisschen schneller, wieder 5 Schlingen auf den Finger, 5 feste Maschen durch und ein letztes Mal auf den Finger durchziehen und 5 feste Maschen. Nicht vergessen das Stäbchen am Ende, sonst gibt es keinen geraden Rand. Ah, da mache ich jetzt sogar ein Doppelstäbchen, weil es ja auch höher ist. So, also wenn du das immer mit einer Reihe fester Maschen machst, dann kriegst du ein reversibles Muster, wo immer einmal die Vorderseite, eine Reihe Rückseite zu sehen ist. So sieht es nun aus. Aber wie gesagt, du kannst es auch einfach, das Muster nur auf der Vorderseite machen. Ja, viel Spaß damit!